herzlich willkommen zu einer neuen Lektion hier im Genossenkurs. Heute nehme ich ein bisschen das theoretische Thema über die Bläser durch und die Solo-Blasblechinstrumente, wie man vor allem die Articulation-Klänge nutzt. Jetzt hier natürlich speziell im Genus haben wir die Articulation-Knöpfe und die Articulation-Funktionen über die Tastatur, du wirst das gleich sehen. Wenn du ein anderes Instrument spielst, bitte adäquat umsetzen. Auch dort gibt es bei den moderneren Geräten auch Articulation, sie werden nur anders gespielt und abgerufen. Und dann schauen wir uns hier noch die spezielle Ensemble-Funktion an. Die hat es in sich, ist cool zu spielen, wenn man sie richtig weiß umzusetzen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen und vor allem dann beim Umsetzen. Heute einmal die Funktionen der einzelnen Klänge mit diesen Articulation Sounds. Im Speziellen nehme ich hier ein bisschen den Bläserbereich heute an die Hand und zeige dir, wie man zum Beispiel hier mit diesen Articulations arbeitet oder auch dann mit diesen quasi Ensemble-Modus, wie er bei Yamaha hier bei dem Genus verwendet wird. Also eigentlich eine Spitzenfunktion, die man auch wirklich gut einsetzen kann. Ich nehme immer gern her zum Beispiel das Flügelhorn. Also wenn du stehen siehst, hier Super Articulation 2, dann heißt das, er hat hier diese Articulations, die Sounds, und wenn wir uns das anhören, und ich wähle den Articulation-Klang an vorher und spiele danach einen Ton, dann macht er eben in dem Fall einen Slide. Ne? Den könnte man jetzt natürlich auch mit diesem Joystick oder Modulationsrad nachmachen. Das geht ja noch. Articulation 2 macht, das heißt, er spielt hier, technisch gesehen, für die Techniker, spielt ein anderes Sample ab. Ja? Also eigentlich wäre das spieltechnisch sowas hier. Kann man natürlich fast nicht nachspielen. Das gleiche kann man im Übrigen auch erzielen, wenn du die Oktav spielst. Also entweder 8 Töne drüber oder 7. Bei 7 macht das auch noch. Oder vorwählen. Und beim nächsten Anschlag des Tones kommt diese Articulation. Wenn man die gut rüberbringt, kann man natürlich schon ganz, ganz viel machen. Wenn ich da jetzt einen Style nehme, zum Beispiel, ja, was weiß ich, nehmen wir den Jazz hier, so cool Piano-Jazz, und man hat hier oder cool Jazz-Ballad, das ist so typisch für diese Flügelhorn. Und natürlich auch den Aftertouch nicht vergessen. Ich sehe so oft Leute, speziell Orgelspieler, die Anschlagdynamik wegschalten, ja? Die ohne Anschlagdynamik spielen, ohne irgendwas, ohne irgendwelche Artikulationen, ja, dann lebt das Stück ja nicht. Und wir wollen ja, du kennst mich ja, ein Stück muss leben. Das heißt, leichter Anschlag, Aftertouch, also fest nachdrücken. Ja, also auch hier war jetzt zum Beispiel ganz normale Tonleiter. Ja. Aber beim letzten kommt halt einfach dieser Oktavsprung oder von mir aus auch nur ein Gleiteffekt. Yeah.
ganz, ganz deutlich, auch zum Beispiel, wenn du in den User-Bereich gehst, hier, aha, hier fährt die Feuerwehr, zum Beispiel in den Genus Superior Pack, und hier gibt es die Mellow Trombone, also die weiche Posaune, die ja fantastisch ist, nicht? Wenn man hat hier, was weiß ich, wenn du Legato spielst, also nicht neu anschlägst, sondern Legato ganz gebunden, dann ist das typisch die Posaune, wie sie spielt. Also wenn man wirklich, ich gehe mal hier auf B-Dur. Hier im Prinzip gar nichts falsch machen. Du musst dir nur immer vor Augen halten. Also du musst diese paar Kniffe kennen. Den Oktavsprung rauf, also unten halten. Zielton, also es geht mit der siebten und mit der achten Note. Oder hinunter genauso. Oben halten, spiel darunter. Wie immer den Effekt nicht zu oft einsetzen. Es gibt ja auch noch hier andere Articulation. Articulation 1 macht hier einen kurzen Slide. Hier macht einen längeren. Und bei Articulation 3. Und das geht auch umgekehrt. Wenn du liegen bleibst und du hältst, drückst den Articulation 3 und lässt aus. Ja, wenn du jetzt keinen Genus hast und den Kurs mitmachst, dann bist du leider gezwungen, das etwas aufwendiger mit dem Modulationsrad oder mit dem Pitchband oder mit dem Joystick hier. Aber heutzutage haben sehr, sehr viele Instrumente schon Articulations. Manche sind über die Anschlagdynamik steuerbar. Das heißt, da kommt dann auf ganz harten Anschlag erst irgendein Effekt. Bei manchen muss man einen Ton vorwählen. Es gibt auch sogenannte Samples, wo man statt einer Taste, ich sag mal, den obersten Ton spielt und nach dem folgenden kommt dieser Effekt. Ja, also nicht jeder hat diese Articulation-Knöpfe. Im Prinzip ist es ja nichts anderes, als wie ich wähle einen Controller vor, diesen hier, und der nächste Ton wird abgespielt mit einem anderen Sample, also mit einer anderen Aufnahme. Oder auch hier bei der Panflöte da drinnen. Nein, da kann man natürlich hier, es ist völlig egal, gehe ich mal da rein in den Expansion Pack Superior. Da gucken wir mal. Da gibt es natürlich African Animation Ballade, hatten wir. Ja, also da kann man natürlich schon vieles hier machen. Ja. Und wenn ich da zurückgehe jetzt in unsere Standardklänge, das hat er bei der Trompete. Das Schöne hier ist natürlich, er hat ein bisschen einen Zufallsgenerator drinnen, oder wie es heute so schön heißt, AI oder KI, also die künstliche Intelligenz. Im Prinzip ist es ein Zufallsgenerator, der bei Randomize auswählt, wann soll er sliden, dass man sich sogar dieses spart. Er setzt das einfach recht schön ein, immer wieder.
Und überall, wo Super Articulation 2 steht, gibt es diese Funktionen. Bei manchen gibt es nur Super Articulation, da gibt es eben nicht nur drei. Da hat er hier zum Beispiel drinnen, wenn du genau hörst, ich drehe mal lauter, das Atmen, Einatmen, Ausatmen. Da konnte man natürlich so Dinge simulieren, dass ich sage, ich nehme wieder unseren Cool Jazz her hier. Ja, also man kann sich auch hier spielen. Das wurde übernommen, das gab es schon im Übrigen zu Tyros Zeiten vor, keine Ahnung, etlichen Jahren. Und das hat man natürlich mit übernommen. Aber warum soll man gute Dinge wegschmeißen? Nicht notwendig. Hinten kommen dann Klänge, wo es eben diese Super Articulations nicht gibt, ist aber nicht notwendig. Er hat hier zum Beispiel Big Band Brass Switch, heißt, dass es mit der Anschlagdynamik ändert. Leichte Anschlagdynamik. Ja, das heißt leichten Anschlag. Bläser, die man gerne mal im Crescendo ein bisschen lauter machen kann. Nämlich mit dem Aftertouch. Und auf ganz harten Anschlag, also wirklich stark hinein, das wird ungefähr ab Velocity 120 bis 127 gemacht, kommt dieser Shake-Effekt. Ja, und das kann man wunderbar an einem, zum Beispiel diesen Shake-Effekt, ja, den nehme ich zum Beispiel ganz gern, wenn man Beispiel, ich habe hier dieses, da gibt es hier, so, warte mal, da brauchen wir hier Oktave höher, genau, so, diese kann man wunderbar einsetzen, diese Klänge. Zum Beispiel habe ich hier dieses Stück von Udo Jürgens, den Haar weht im Wind. Das ist das da. Und da kommen ja die Bläser. Ne? Die habe ich dann in der linken Hand. Und da kann man natürlich dann noch einen Schritt weiter gehen, wenn man dann diese Shakes nimmt, genau, eine Oktave höher, nicht? Und dann kann man weil es ist ja immer ein komplettes Orchesterpaket. Nicht? Einerseits spielt er mit dem Klavier oder der Synthesizer oder der Chor singt und währenddessen sind im Hintergrund die Bläser. Und ich spiele manchmal sauber, manchmal dann den Shake. Und das mache ich mit der Anschlagdynamik. Da hätte man auch gar keine Zeit für irgendwelche Articulation drücken oder so. Man muss ja hier immer einen Kompromiss finden. Wenn wir gerade bei den Bläsern sind, also das Arrangement aus schon vorhandenen, ja, also wir haben ja, wie gesagt, vorher diese Solo-Trompeten gehabt, weg mit dem, ja, normale Trompete. Jede hat seine Daseinsberechtigung und ist für jedes Stück separat auszusuchen. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, ich nehme die Klassik-Trompete nur für Klassik-Instrumenten, nur weil es da steht. Nein, na gar nicht. Abhängig vom Musikstück, welches man spielen möchte. Ne?
weil die heißen heute alle irgendwie Klassik und Soft und Trompet und was auch immer. Natürlich bei der Golden Trumpet und Silver Trumpet ist es so, dass die Goldene immer ein bisschen weicher war und die Silver Trumpet ein bisschen einen schärferen, helleren Klang, das sollte man auch hören. Ja, also da gab es dann sehr wohl auch immer Unterschiede. Und bei den verschiedenen Bläsern, Pophorns, nicht? Was heißt Pophorns? Da kann man sich gar nichts vorstellen. Jeder denkt sich, oh, Pophorn, Horn, na Horn. Nein, nein, ist kein Horn. Das hat mit dem, quasi mit dem klassischen Horn gar nichts zu tun, sondern und der Horns ist gemeint quasi das Blechblasinstrument im Allgemeinen. Und unter Pophorns meint man eben ein bisschen poppiger, also nicht klassische, weich gespielte, sondern eher, ja, wenn man hier diese, zum Beispiel eher so funkige Stücke oder klassische Pop-Sachen, nicht? Wenn ich da jetzt nehme, schauen wir mal, genau, da haben wir zum Beispiel Super Groove. Nee, nehmen wir mal den Mr. Soul, ist ja eh egal. So, und dann habe ich hier zum Beispiel. Ja, meistens sind das so gemeint die Pophorns. Wenn man jetzt Pophorns mit Shake nehmen, geht es einen Schritt weiter. Das heißt, auf leichteren Anschlag bis 120 kommen diese Pophörner, also diese Bläser. Und auf harten können wir natürlich dann sehr wohl. In der Oktav, wenn dir das Oktavspielen Schwierigkeiten bereitet, ne, dann nehmen wir einen Kunstgriff, wir nehmen die Bläser, legen sie ein zweites Mal drüber, eine Oktav höher, das heißt diesen Klang eine Oktav höher und dann haben wir denselben Effekt. Es gibt manchmal Stücke, ne, bei dieser Geschwindigkeit, da muss man schon sehr, sehr fit sein, dass man das in der Oktav nicht, fast unmöglich, ja. Deswegen kann man natürlich mehrere Klänge übereinander legen, eine Oktav versetzen. Oder einen anderen Klang drüberlegen und den eine Oktav versetzen, ja, dann haben wir verschiedene. Diese Bläser versetzt, ja. Und dann gibt es Pophorn, Crash Chained und so. Das heißt, er wird kurz angeblasen, geht zurück und steigert sich mit Crash Chained. Aber das muss man sich für jedes Instrument, für jede Marke separat anhören, was die da machen alle. Und werde auch hier Warm Swing Horn. Geht wieder in die Swing-Sektion hinein, dass man, ich sag mal, eher in die, ja, wenn man da ein bisschen ein dezenteres. Wechselt er. Zum Soloinstrument. Ja,
Also das Zusammenspiel aus den Bläsern und Solobläsern. Denn alles, was hier schon auf der Seite 2, Seite 3 und so weiter aufgelistet ist, sind ja meistens schon Zusammenstellungen aus einzelnen Instrumenten, also sprich einzelnes Flügelhorn, Trompete, Posaune etc. Die kommen hier in der Abteilung Brass, also alles, was Blech ist. Ja. Hörner, die hatten wir schon einmal in unseren Film-Movie. Gibt es auch in allen Arten, das hatten wir schon einmal durchgemacht. Dann gibt es das Santo Fall. Fall etc. Und so. Aber die muss man sich alle einzeln durchhören und im Einzelfall für jedes Stück leider oder Gott sei Dank durchhören. Also es ist nicht mehr so wie früher, ich habe Bläser, schalte auf Bläser und spiele das mit einem Bläsersound. Nein, einzeln durchhören und dann geht es sogar noch einen Schritt weiter, wenn man sie manchmal hier zum Beispiel hier die Pophorns im Fall, ne? Heißt, spiel normal und auf harten Anschlag, Articulation, allerdings mit Anschlagdynamik, machen sie diesen, die sind oft so Kleinigkeiten, denen schenkt man eigentlich überhaupt keine Beachtung oder kaum Beachtung und doch sind sie fürs Musikstück dann doch wichtig. Vielleicht kannst du dir auf YouTube einmal anschauen, so japanische Spieler auf einer Yamaha-Orgel, auf den Stage Air-Orgeln oder auch den Hector Oliveira auf der damals auf der Atelier-Orgel, da gibt es sicher irgendwo einen Konzertmitschnitt. Die haben hier Registrations und schalten die blitzschnell mit dem Fußschalter, da sind die Fußschalter am Schweller drauf, schalten die blitzschnell durch und oftmals ist es nur für wirklich einen Achtelschlag, einen Viertelschlag, schaltet der das Preset weiter, nächstes, nächstes, nächstes. Manche haben hier 40, 50, 80 Presets, ja, also Komplettregistrierungen, für ein Stück. Also wirklich, das ist unwahrscheinlich. Schau dir das einmal an, die haben meistens dann so zwischen den zwei Manualen bei der Orgel die Manual-Presets und da sieht man, wie das tak, 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 tak weitergeht. Spielen kurz ein paar Takte, nächstes Preset. Nicht so wie wir spielen Vers, dann der Refrain, Vers und Refrain, sondern die spielen innerhalb des Verses und sei es nur weiterschalten, nur für einen kleinen kurzen Orchesterschlag zum Beispiel. Also das könnte man natürlich hier auch machen, ne? die Presets mit Fußschalter weiter bedienen und er schaltet weiter. Aber da kannst du dir dann ungefähr ein Bild machen, dass man einem Stück, an einem Arrangement für eine Registrierung, Durchregistrierung sitzt man sicherlich einige Wochen. Ja? Also das traue ich mir sicher sozusagen. Die Frage ist natürlich dann, also die sich mir stellt, wie kann man sich das merken, dass man zur richtigen Zeit den weiterschaltet? Bei den Japanern oder bei den Fernost-Instrumenten, speziell halt Yamaha, ist es so, da läuft der MIDI-File ab. Vielleicht gibt es zum Beispiel den Kollegen der Marco Zerbella, den sieht man auch auf YouTube, der hat da so eine Noten, 20 Blätter an die Wand geklebt. Dann läuft das MIDI-File ab und die Registration wird vollautomatisch selbst ferngesteuert. Also muss man es nicht einmal mehr selber weiterschalten. Man muss sich halt hundertprozentig konzentrieren auf das Spielen und exakt das, was in den Arrangement, in den Noten steht, abspielen. Ist eigentlich fast so wie mit einer Wave, mit einem Halbplayback mitzuspielen. Nur mit dem Unterschied, dass man wirklich selber live spielen muss, das meiste, sagen wir mal so, einiges kommt auch vom MIDI-File und die Registration wandert weiter. Sei dahingestellt, ob man das möchte oder nicht. Also ich finde es faszinierend zum Anschauen und Anhören. Ich selbst würde jetzt so nicht spielen wollen, aber das ist auch eine Ansichtssache. So. Eine Sonderstellung hat hier diese Ensemble-Funktion. Diese Ensemble-Funktion hat hier, wenn ich jetzt zum Beispiel die Pop-Section nehme, dann siehst du hier, sind alle vier schon belegt, und zwar alle vier für die rechte Hand. Ja. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel, wenn wir uns das näher ansehen, hier unter Voice Edit, dann sieht man hier eine völlig andere Ansicht.
Und das heißt jetzt hier, ich habe, wenn ich einen Ton spiele, spielt er alle vier Klänge, also alle vier Klangfarben. Ich habe ja hier eine Trompete, eine zweite können wir uns ja anschauen. Ich habe hier die, bin da rausgegangen, genau, so. Ich bin hier rausgegangen. Und da kannst du dir dann anschauen, welche Instrumente hier gespielt worden sind, nämlich erste Trompete, zweite Trompete, Posaune, Tenor, Sax. Und wenn ich jetzt hier einen Ton spiele, dann spielen alle vier Klänge diesen einen Ton. Ja? Ich glaube, Yamaha hat sich das sogar patentieren lassen, dieses System ist natürlich wahnsinnig hervorrealistisch eigentlich, aber es hat seine Tücken, man muss auch damit umgehen können. Spiele ich zweistimmig, spielt zum Beispiel hier der Part 4, also das Saxophon, das C, das können wir uns auch hier anhören, Saxophon, da ist nichts, dafür spielt hier die Trompete, das E, die zweite Trompete, bei mir ist das jetzt im Panorama, und die Posaune auch. Spiele ich dreistimmig, spielt das Saxophon die erste, die zwei Trompeten die zweite, ja, und die Posaune umgekehrt, Posaune und Trompete spielt das E und die obere Trompete das G. Spiele ich vierstimmig, spielen sie alle unterschiedlich. Das heißt, ich habe hier das Saxophon am C, die erste Trompete, das obere C in dem Fall, die Posaune spielt das G und die zweite Trompete spielt das E. Und das ist immer so. Und so entspricht sie der Wirklichkeit. Wenn niemals spielt, ich sag mal, wenn die im Satz spielen, ja, der Posaunist hat seine Stimme, der Trompetenspieler, der zweite, der Saxophonist etc. Jeder spielt seinen Notenpart. Ja. Und natürlich kommt es vor, wenn man einstimmig spielt, dann spielen zum Beispiel alle vier dasselbe. Dreistimmig, vierstimmig. So, und jetzt sind die dann noch einen Schritt weitergegangen, dass man hier Humanize, also natürlich Panorama verteilen, ist eh klar, Lautstärken verteilen. Man kann das Tuning noch ein bisschen verstellen, das ist auch hier drinnen, den Vibrato sensitiv. Wer soll mit wie viel Hall spielen, welche Oktaven. Ich hätte zum Beispiel hier die Posaune ist eh runtergesetzt. Ich würde sie sogar noch eine runtersetzen, vielleicht die zweite Trompete auch eine Oktave runter. Wie du schon hörst, du musst sehr, sehr exakt und sehr, sehr präzise bei dem spielen. Weil so ein bisschen rüberwursteln, wie wir es gerne tun, spielt hier nicht, denn dann spielt er sofort falsch. Aber ich nehme mal hier ein bisschen einen anderen Style. Ja, der war zu schnell. Nehmen wir mal hier den Classic Big Band, der ist gut. So. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Humanize heißt, und das ist sehr, sehr interessant gelöst, wer soll ein bisschen falsch intonieren?
wo soll die Pitch Range sein? Wann soll das Timing? Das heißt, Timing heißt, kommt ein bisschen zu spät im Einsatz. Ja? Wenn ich zum Beispiel den jetzt auf 9 stelle, das Saxophon, so gehört ist das Saxophon. Manchmal, auch hier setzt er wieder per Zufallsgenerator ein bisschen später ein. Gut, das ist schon sehr spät, so schlecht spielen unsere Musikantenkollegen nicht. Aber wir haben hier natürlich auch Pitch Adjust Time. Das heißt, wenn jetzt da trompetet, wenn wir uns die obere Trompete anhören, dann können wir ihm sagen, in welcher bis 9 geht es, von 0 bis 9, wie soll er falsch intonieren und wie soll er sich hinbiegen. Und natürlich im Zusammenspiel mit den Kollegen kann da schon was Cooles rauskommen. Und wenn man auch einstimmig, mehrstimmig, gut, ist jetzt ja extrem, nicht? Ich würde jetzt das nicht so schlimm machen, ein bisschen kann man zurück. So, das gibt es natürlich mit ganz, ganz vielen Dingen. Hier Miller Time, na, was ist das? Natürlich Glenn Miller. Und wenn man, ich glaube, ich habe sogar einen Style, aber wir können auch hier Moonlight suchen. Moonlight, schauen wir mal, ob er die Moonlight Serenade findet. Moonlight Ballad. Genau, und dann haben wir. Ah ja, da hat er jetzt auch das Harmony eingeschaltet. Also ich brauche gar nicht mehrstimmig spielen, es geht einstimmig auch. Und wenn wir das uns anschauen, was hat er drinnen? Natürlich die Klarinette als oberste Stimme und die drei Saxophone. Wenn ich das Harmony ausschalte und spiele selber, ist mir lieber. Also wie du schon hörst, man muss sehr, sehr präzise und sauber und duftig spielen, ja, um diese Funktion zu nutzen. Wenn du dich aber hinsetzt und hier wirklich einmal intensivst nur mit diesen Zeugs übst, da kann man wirklich Unheimliches machen. Nicht? Es geht hier natürlich auch Big Band und Sax Modern und Bossa Nights. Also bei den Bossa Nights hat man ja zum Beispiel drinnen drei Flöten und ein. Part 4 kann man auch aus- und einschalten. Natürlich, also da gibt es ganz, ganz viele klassische Orchester, Woodwind, also in diesen Parts, wenn man da reinguckt, hat er natürlich viele Funktionen und die Klänge vor allem drinnen, ne, die da mitlaufen. Wenn man zum Beispiel nimmt, auch die Blass Reeds Chöre gibt es auch. Männer und Burschen. Du musst
natürlich immer nur schauen, vierstimmig bleiben, nicht fünfstimmig oder so. Da ist die Kirchenorgel dabei. Und einfach mal die alle durchhören und durchschauen, was die denn so machen. Also Alpen. Ja. Jazz unisono. Also es gibt hier viele, viele Lazy Blues. Das sind die, die schon ein paar Achteln trunken. Aber man kann sehr, sehr viel damit machen. Bedarf aber wirklich intensiver Übung, dass man sauber und präzise spielt. Ja, das zum Thema heute mit Bläsern und Blasinstrumenten. Ja. Also wenn du dich da hinsetzt, und ich glaube, da kommst du mit einer Woche gar nicht aus, die durchzuexperimentieren und zu üben und auch vor allem einzuüben mit diesen Articulation, die haben sie mir wirklich in sich, dass man sie sauber rüberkriegt. Ja, also ich sehe da manchmal YouTube-Videos, da kommt man es raus und da wird das irgendwie eingesetzt und so. Man muss es natürlich üben und üben und noch einmal üben. Ohne dem wird sonst nichts. Aber du kriegst das hin und du kannst es dann wunderbar, denke ich, auch in eigene Stücke umsetzen. Gut, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren vor allem. Und nur Learning by Doing bringt den Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.